Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin immer noch krank, deswegen gab es letzte Woche auch kein Video und dieses ist ein bisschen später geworden. Wie gesagt, ich möchte meine Stimme nicht ruinieren, deswegen mache ich es lieber so, als zwangshaft jede Woche ein Video zu bringen. Aber gut, heute machen wir weiter mit einem weiteren Create Add-on, wenn man das so sagen kann. Ich ignoriere einfach mal das da. Und zwar ist das die wunderbare Create Steam and Rails Mod oder auch Create Eisenbahnen, wie es ja so schön auf Deutsch heißt. Und das erste, was mir dabei aufgefallen ist, ist diese wunderbare Eisenbahnmütze. Die sieht bei mir jetzt nicht ganz so elegant aus. Aber egal. Zwar, die Create Mod oder diese Create Add-on Mod kommt mit einigen super tollen Features. Ihr kennt ja bestimmt diese ganz normalen langweiligen Schienen. Nun, mit dieser Mod können wir verschiedenste Arten an Schienen platzieren. Solche zum Beispiel oder auch solche. Was haben wir noch? Wir haben noch diese hier. Also ihr seht, ne, es ist einiges an Schiene dabei. Dann als nächstes haben wir etwas eher Süßes, und zwar wenn wir uns einmal diese Mütze nehmen und sie auf einen Andesitrahmen zum Beispiel setzen, dann entsteht da ein Zugführer. Dieser kleine, süße, ja, Odem, sage ich jetzt einfach mal. So, und ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert, ich weiß nur, dass er Aktionen ausführt, wenn er nur so rumsteht, wenn man ihn anschaut. Ich nehme einfach mal einen Knopf, mache einmal so. Mache einmal so. So. Jetzt ist die Frage. Aha, wir sehen schon, der schaut ihn an. Wenn ich ihn jetzt anschaue, löst er den Knopf aus. Das ist cool. Das gibt mir eine Menge Ideen als Redstoner. Gut. Funktioniert das auch mit Hebeln, ist die Frage. Also er schaut sie jedenfalls auch an. Ist das ein Toggle? Oh ja. Das heißt, immer wenn ich ihn anschaue, ändert er den Zustand des Hebels. In dem Fall an oder aus. Das ist cool. Okay, ich habe noch mal ein bisschen mich reingelesen. Und zwar haben die sogar noch eine Besonderheit mit dieser wunderbaren Mütze. Wenn ich die nämlich jetzt selber aufsetze, seht ihr, es hat sich nichts geändert. Wenn ich jetzt aber eine weiße aufsetze, passiert absolut gar nichts. Und zwar funktioniert es nur mit diesem Anschauen, wenn man die gleiche Farbe hat an Hut wie der Golem. Oder halt gar nicht, ne? Das funktioniert dann immer noch. Dann funktioniert einfach jedes. Das ist cool. Als weiteres können diese kleinen süßen Dinger auch die Werkzeugkästen transportieren. Und mit einem Rätsel können wir den einfach befestigen und dann nimmt er den mit. Ich weiß nur nicht. Ah, man kann auch drauf zugreifen. Lul. So, und mit Shift und Rätsel können wir uns diesen Werkzeugkasten wieder besorgen. So, diese kleinen Dinger heißen aber natürlich Lokführer, wie wir es auch links oben sehen. Das heißt, ich habe hier erstmal einen wunderbar kleinen random Zug Kreis gebaut und schau jetzt mal, was es bringt. Wir bauen einfach mal einen ganz normalen Zug erstmal hin. Dafür nehmen wir uns einen wunderbaren Bahnhof, den wir hier hinklatschen. Das übrige Lul. Okay, das wurde überarbeitet. Entweder vermutlich von einer Mod. Okay, schauen wir uns gleich an. So, da haben wir auch schon den schönsten Zug, den ihr jemals sehen werdet. Jetzt interessiere ich mich mal dafür. Zug zusammenbauen und jetzt haben wir auf beiden Seiten Türen. Die schließe ich jetzt erstmal. Und jetzt linke Tür öffnen. Linke Tür öffnen. Funktioniert nicht. Nice. Muss da auseinandergebaut sein? Nee. Auch nicht. Zuglimit, weiß ich auch nicht, was es ist. Es steht das vielleicht hier nur inzwischen. Nee. Nee. Okay, das mit den Türen scheint entweder nicht zu funktionieren oder ich bin zu dumm dafür. Egal.
Wir haben jetzt hier den wunderbaren Zugführer. Den klatschen wir jetzt mal dahin. Und wenn wir dem einen Plan geben. Einen Zugführerplan. Und dann hier hinten noch einen Bahnhof hinklatschen, den wir B2 nennen. Und den hier vorne B1. So, und jetzt haben wir hier diese Lokführerpfeife. Damit kann ich Rechtsklick auf den Lokführer machen. Jetzt ist sie gebunden. Und jetzt kann ich irgendwo auf diesem Gleisnetz hin und zum Beispiel den Zug hierhin bestellen. Dahin. Oh, das ist so cool. Dieses Ding ist so hässlich. Oh, wie nice. Jetzt ist die Frage, habe ich das hier so intelligent gemacht, dass ich das auch so machen kann? Ja, okay, das passt nicht. Dann eben so rum. Und jetzt müsste das eigentlich auch funktionieren, ne? Jetzt müsste der einmal so rumfahren. Mein Kopf explodiert gerade. Okay, aber was ist, wenn ich jetzt dem hier einen Zugfahrplan gebe? Lassen Sie mich bitte raus, danke sehr. So, jetzt fährt er seinen ganz normalen Fahrplan. Was ist aber, wenn ich den jetzt hier hinbestelle, würde er es trotzdem tun? Es sieht so... Warte, habe ich den gerade wiederbekommen? Okay, warte, das muss untersucht werden. So, jetzt fährt er eigentlich da hinten hin, aber ich stelle ihn hin. Ja, man bekommt den Zugfahrplan von dem. Okay, der verliert den Zugfahrplan, wenn man diese Pfeife benutzt. Verstehe. So, ein weiteres tolles Feature sind diese Formesignale, also die Zugsignale, die früher benutzt wurden und teilweise immer noch in Benutzung sind, weil, ja, die werden ganz einfach gebaut. Man nimmt sich einfach ganz normales Zugsignal und macht das so, wie man es gewohnt ist und man unterteilt es. Dann kann man hier zum Beispiel sowas machen. Ich nehme jetzt hier die Metallträger und dann einfach drauf platzieren. So, und jetzt habe ich hier ein paar Signale verteilt. Und wie wir sehen, funktioniert das Ganze auch einwandfrei. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Diese Create-Mod an sich ist schon gut gewesen, aber mit der ist das nochmal, mit dieser Mod, Als nächstes haben wir diesen Zugkuppler, von dem ich keine Ahnung habe, wie er funktioniert. Binde den Zugkuppler zu der Schiene unter der Mitte des vorderen Drehgestells und drehe dann oben mit einem Schraubenschlüssel das Drehen. Super Übersetzung, um den Kuppler unter der hinteren Dreh eines anderen auszufahren. Okay, das muss ich jetzt mal... Was? Binde den Zugkuppler zu der Schiene unter der Mitte des vorderen Drehgestells. Okay, Idee. So, einmal hier. What? So, jetzt habe ich den Zug mal so positioniert. Binde den Zug zu der Schiene unter der Mitte des vorderen Drehgestells und drehe dann oben mit dem Schraubenschlüssel um den Kuppler unter der Hinterhand. Ich glaube, ich verstehe langsam, wie es funktioniert. Okay, lass mich mal ganz kurz noch einen Zug bauen. Habe ich hier einen identischen Zug nochmal hingebaut. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich mit der hinteren Achse einmal hier drüber. So. Und mit diesem Zug, mit der Vorderachse, über das hintere Teil. Und dann braucht es, glaube ich, noch ein Redstone-Signal. Ja. Und wenn wir dann hier ein Redstone-Signal haben, sind die mit... Oh ja. Genau so, Lo. Genau so. So habe ich es mir vorgestellt. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Es funktioniert. Dieses Create-Mod-Addon ist echt eins der besten. Schon allein, weil ich das Beste mir für den Schluss aufgehoben habe. So. Jetzt sind wir wieder in der genau gleichen Position. Wenn ich das jetzt nochmal drücken müsste, ist... Oh ja, perfekt. Perfekt. Das ist ein perfektes Feature, so wie ich es die ganze Zeit gesucht habe. Als nächstes haben wir dann hier, glaube ich, noch ein paar Deko-Sachen. Und zwar für zum Beispiel
Diesellokomotiven, wenn wir da mal bauen, ne? Haben wir hier zum Beispiel sowas. Was haben wir? Begleitwagen, Schornstein. Okay, dann für auch die ganzen Dampfloks, wenn wir welche haben wollen. Oh ja, das, was, wo ist der Unterschied zwischen, ist hier ein Unterschied? Nee, warum habe ich den zweimal hier? Und dann hier, so einen Schornstein haben wir auch. Kann man den mehrfach platzieren drauf? Nee, okay, der sieht dann so aus. Auch interessant. Und dann haben wir noch so einen Schornstein. Also ihr seht, ein paar Schornsteine haben wir auch mit, zusammen mit so einem Dieselabgasventil. Okay, kommen wir nun zu den letzten beiden Features, die ich euch heute vorstellen werde. Es gibt noch zwei Custom Minecarts, da werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Und zwar, tada, ist das nicht absolut cool? Endlich kann man mal so einen gescheiten Bahnübergang machen, ne? Und wenn man sich einen Schraubenschlüssel nimmt, oder auch nicht, sondern mit einer Stufe macht, ja, nee, mit einer normalen Stufe, dann kann man das übrigens auch so runterheben, ne? Für den Fall, dass man es zum Beispiel so machen möchte, ne? So geht das auch. Und das ist schon alles. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Ich feiere, es ist, glaube ich, für die meisten nicht mal so cool, aber ich finde es absolut mega. Dafür gehen wir einmal hier in den Fahrstuhl, drücken diese wunderbare Taste hier. Wir können noch einmal das letzte Mal hier schön auf unsere wunderbare Map schauen. Bevor wir dann irgendwann in der Sky Base, im Skytrain, in der Sky Train Station ankommen. Spontan umbenannt. Und wir sehen, wir haben fucking Monorails. Wir haben. Ich bin so, ne, ich bin so gehypt auf. Also wie gesagt, das sind ganz normale Schienen, ne? Man kann auch damit ganz normal fahren. Oh. Ja gut, ne? Und es macht nicht wirklich einen Unterschied zu normalen Schienen. Aber ich feiere es trotzdem super. So, und schon sind wir wieder richtig rum. Und können jetzt auf den richtigen Weg fahren. Hier fehlt zwar ein bisschen was, aber ja, egal, ist bestimmt schon gut. So, aber das war's auch schon wieder mit diesem Video. Mit dieser wunderbaren Steam Rails Mod für die Create Mod. Wunderbar, ich liebe sie. Aber Leute, das war's mit dem Video. Bisschen arg verspätet. Vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze zusammenschneiden werde noch heute Abend. Das wird toll. Es hat mich jetzt mehrere Stunden gedauert, das hier alles aufzunehmen. Also könnt ihr mir vielleicht ein bisschen gefallen und irgendwas tun, ist mir egal was, aber egal. Ich weiß schon nicht mehr, was ich rede. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Epic.